Subaru Impreza gewinnt gegen Nissan Skyline. Das müssen wir auf jeden Fall korrigieren. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Need for Speed Underground. Dieses Rundkursrennen, das verdient noch eine zweite Chance. Oder verdienen wir die? Ich weiß nicht so recht. Ja, super. Ohne weitere Hilfe von mir ist er einfach dagegen gerasselt. Und da wollte uns wieder jemand drehen und da kommt schon wieder der Gegenverkehr. Es geht ja schon mal sehr gut los. Oh Gott, jetzt sind wir sogar hier im Matsch und wir nehmen noch einen mit und fliegen dafür. Autsch, autsch, der schöne Skyline. Darf es weitergehen? Erstmal die falsche Richtung, ich bremse mal lieber. Gut, das Rennen hat begonnen. Es sah anfangs wirklich sehr gut aus, aber schon liegen wir weit hinten. Aber erste von vier Runden und eben mit Gummiband, keine Bange. So, mit dem Skyline mag ich hier wirklich den Tunnel sehr. Da bin ich schon wirklich einige Male hängen geblieben. Und das bei gar nicht so vielen Versuchen, habe ich irgendwie eine neue Liebe entdeckt. Würde ich aber gerne wieder ablegen. Also wir nähern uns der Dreiergruppe so langsam. Die fahren auch wirklich noch zusammen. Ach nee, einer ist hinter uns, sehe ich gerade. Das sind bloß zwei. Auf der Karte war hinten gerade ganz, ganz in der Ferne einer zu entdecken. Und wir sind gecrashed. Eigentlich wollte ich sagen, dritter von vier. Oh, wie wir den weggeschleudert haben. Das sah wieder toll aus. So, hier haben wir in der letzten Runde schon verdammt viel an Objekten abgeräumt. Da kann ich eigentlich gar nicht mehr viel nachholen. Oh Gott, zwei Wagen wieder. Sah aber schlimmer aus, als letztendlich war. Noch einer. Noch einer, der wollte uns in der toten Kurve überraschen. Schön in die Kurve reingerutscht. Hier kommt aber relativ viel Verkehr vor, also hier vorne an der Kreuzung immer. Ab und zu schaffe ich das mal vor den beiden, ab und zu muss ich mal zwischen den beiden fahren. Na, Wagen bleibt hier. Es naht nämlich gleich Halbzeit. Runde 2 von 4 wäre nämlich jetzt abgeschlossen. Und so nah wie jetzt hatten wir sie schon lange nicht mehr vor der Nase. Ach so, wir sind mittlerweile Zweiter. Hab ich gar nicht mitbekommen. Hab gerade mal einen Blick nach oben geworfen. Und da steht 2 von 4. Tja, es wird aber ein hartes Rennen. Man merkt schon mittlerweile, die Rennen werden auch nochmal ernster. Obwohl wir aktuell, ups, das war eng, auf leicht fahren. Wir schaffen es gerade nicht, wirklich die Rennen hintereinander weg einfach mal zu gewinnen. Wir brauchen wirklich jetzt mittlerweile schon mehrere Anläufe. Es sind ja gar nicht mehr so viele, weniger als 30 Rennen, aber mit ein paar Versuchen wären das nochmal deutlich mehr als 30, vielleicht 50. Naja, auf jeden Fall, einige Folgen wird es noch geben. Jetzt ist die letzte Runde und der springt das... Oh, wieso ist der Wagen jetzt wieder ausgebrochen? Komisch. Dadurch sind wir nur noch Dritter und der rasselt wieder wogegen. Also dieser Rot-Weiße, der hat es aber auch mit den Ziegelsteinen. Ja, da bin ich jetzt hängen geblieben, ganz klar. Da auch wieder. Ach, weil die Kante hatten wir doch schon in der letzten Folge. Ärgerlich. Tja, wir sind gar nicht mal so weit weg, aber wir haben noch nicht wirklich die Chance gehabt, da vorne auch wirklich auf Platz 1 zu fahren. Dann muss ich jetzt auf der Geraden mal was Nitro raushauen. Geht nicht anders. Muss jetzt etwas riskieren. Denn hier kommt nämlich schon gleich das Ziel. Aber es sieht wieder danach aus, dass wir es nochmal angehen müssen. Jetzt wird das Spiel wieder bockschwer. Das schaffen wir nicht. Wir werden sogar bloß Dritter. So, da vorne gleich die Ziellinie. Jetzt überfahren. Deswegen Neustart. Mann. Das Spiel ist ja generell recht anspruchsvoll. Aber jetzt nochmal umso mehr. Hahaha. Wie ein Déjà-vu. Nicht nur wie, sondern es ist sogar eins gewesen. Man muss eben jeden Vorteil einfach nutzen und wenn es eben so einfach gemacht wird, dann nimmt man das einfach dankend an.
Jetzt haben wir auch mal einen ordentlichen Vorsprung auf die da hinten. Oh Gott, und ich verschmeiß ihn gleich wieder. Uiuiui. Stellt er sich wieder auf? Ne, wir parken da unten. Ach, und schon sind wir... Zweiter. Ich habe gewartet, bis wir Erster werden, aber das kam nicht mehr. Es ist jetzt erst wieder der Fall. Ich will jetzt aber mal durchgängig da vorne bleiben, weil das macht irgendwie schon was unterbewusst aus. Die ganze Zeit zu führen. Als eben die ganze Zeit hinterher zu fahren und wirklich an einigen Stellen einiges herauskitzeln zu müssen, weil man es ansonsten einfach nicht schafft, weil eben das Gummiband dann wohl einfach anders wirkt. So, zap, zap, die anderen sind weit hinten. Schade, dass der Rot-Weiße uns nicht verfolgt, ansonsten hätten wir jetzt hier wieder etwas an Vorsprung gewonnen. Oh Gott, wo fahre ich lang? Ach nö. Noch sind wir Erster. Jetzt sind wir Zweiter. Bleibst du bitte wo hängen? Blauer Subaru? Zum Beispiel an uns. Jetzt will ich wieder vor, deswegen zünde ich wirklich gerade mal Nitro. Okay, einen guten Rückstand hat er. Wollte schon schauen, ob ich ihn irgendwie blockieren kann. Und hier kommt erstmals kein Wagen an. Zumindest habe ich es so wahrgenommen erstmals. Vorsprung wird kleiner. Er verfolgt uns aber auch eisern. So, Hälfte wieder geschafft. Das Rennen ist noch lang. Und es ist eben schon der dritte Anlauf. Aber mittlerweile kenne ich die Ecken und Kanten hier ganz gut. Aber dennoch, wir werden einfach stark verfolgt. Ah, hat es auf dem Gehweg den Wagen wieder verrissen, aber da konnte ich es mir eben aufgrund des Gehwegs noch erklären. Und wir haben Vorsprung. Obwohl, jetzt kommt er wieder mit dem Gummiband rangeschossen, schaut mal auf die Karte. Wie der jetzt in dem Tunnel näher kam. Ist mal wieder krass. Aber gut, ändern können wir es nicht und wir müssen es einfach mal so hinnehmen. So, die dritte Runde haben wir auch gleich geschafft. Und es macht irgendwie was aus, wenn man die ganze Zeit führt und dann einfach demnach das Rennen angeht, denn wir haben wieder einen ordentlichen Vorsprung. Und der letzte hat sogar fast 18 Sekunden auf uns Rückstand. Mal schauen, ob die nochmal mit Gummiband rankommen. Oppala, so auf jeden Fall. Wagen fangen. Scheiße. Nitro will ich jetzt raushauen. Ansonsten kommen mir die gefühlt doch zu nah. Obwohl ich schätze mal, mit dem Gummiband hat das jetzt keinen großen Unterschied gemacht. Nehme ich jetzt einfach mal an. Oh Gott, Wagen. Der stand zum Glück günstig, der Gegenverkehr hier in der letzten Kurve. So, jetzt dürfen wir uns aber nichts mehr erlauben. Wir haben kein Nitro mehr und wir können es eben hier in Underground nicht wieder auffüllen. Da kommt wieder einer raus. Die Musikanzeige ist wieder auf der richtigen Seite, weil wir als nächstes eine Linkskurve anfahren. Und wir haben einen richtig guten Vorsprung. Dann bedacht hier fahren. Und da kommt er auf einmal wieder angeschossen. Haha. Kaum noch angesprochen oder gerade erst angesprochen und schon ist er wieder da. Eieiei. Nach 9 Minuten haben wir es geschafft. Alles bis auf den Platz ziemlich uninteressant. Tunen können wir nicht oder müssen wir nicht und super, ein Jack. Aber wir können jetzt Top 3 der Rangliste erreichen, nehme ich an. Hier geht es um den dritten Platz, aber der ist genau eine Meile entfernt und du bist nicht alleine auf dem Weg. Das ist mir klar, alleine fahren wir hier nie. Nie, nie und nie. Ich trinke mal wieder was. Ach gut, jetzt fängt er doch schon an. Dann halt schnell. Moment, bin noch nicht bereit. Jetzt... Schlecht geschalten, aber dennoch nicht übel weggekommen. Verschmissen. Ich zünd schon mal. Eine Viertelmeile. Ne, eine ganze Meile, ne? Oh nein, nein. Scheiße, wir haben kein Nitro mehr. Na doch. Und überspringen wir die noch? Ne, ne? Das ist nämlich schon das Ziel. Schade.
Na, wir sind aber Dritter geworden. Wir wollten doch Dritter werden, also in der Rangliste. Natürlich nicht am Ende dieses Rennens. Dann nochmal. Ja. Da war ich nicht ganz aufmerksam genug. Das war wirklich ein schlechter Start. Gibt es da irgendwie Trostpunkte für den schlechtesten Start? Das wäre angebracht, wie ich finde. Aber hier gibt es keine Verengung, Baustelle oder eben sonstiges. Aber Autos. Ich will freie Fahrt haben, wenn ich Nitro einsetze. Fahr rüber. Da war wohl der Weg zu kurz und die Geschwindigkeit zu hoch. Ich habe das rechtzeitig gesehen, aber es war nicht mehr rechtzeitig. Gut, dritter Anlauf. Ich zähl mal mit. Mal schauen, wie lange. Schlecht, aber nicht allzu schlecht. Mal wieder. Das war übertourt. Oh. Jetzt zünden die. Ich will ihn blockieren. Es gelingt mir auch irgendwie. Jetzt aber... war das zu spät? Ich will ihn überspringen. Schade, er bremst mich. Schade, wir bekommen es nicht hin. Wir werden Zweiter. Ach, Manno. Ärgerlich. Da habe ich doch so gut blockiert. Aber letztendlich hat es nicht ausgereicht. Na gut, Versuch Nummer 4. Übertourt, perfekt. Und wir haben die sogar noch weggedrängt. Soll ich mir auf dieser Strecke das Nitro wirklich bis zum Ende aufbehalten? Jetzt Windschatten schnuppern. Oh. Da wollte ich ihm nicht wieder folgen, weil wir hatten etwas Überschuss und wir hätten uns von ihm aufhalten lassen. Aber da habe ich einfach den Verkehr nicht wahrgenommen. Versuch Nummer 5. Schlecht. Überschlecht. Überschlecht. Jetzt kommt da gleich wieder einer. Ich dränge dich mal in den Gegenverkehr. Ja, zumindest habe ich es versucht. Jetzt sind ich auch. Oh Gott. Ich habe schlecht geschalten. Dräng. Es wird nichts. Zweiter. Ja, auch mit Mogeln klappt es nicht immer. Mit rübelhaft fahren. Oh, 0,02. So eng hatten wir es noch nicht. Na dann eben Versuch Nummer 6. Übertourt, aber der beste Start bisher. Okay. Schade. Er ist hinter uns. Mal schauen, wie lange noch. Nein, falsche Seite. Windschatten sammeln. Ich habe zu spät Nitro gedrückt. Schade. Oder? Nee, schaffen wir nicht. Mann. Dann brauchen wir eben auch noch Versuch Nummer 7. Aber ihr merkt, wie bockschwer doch die letzten Rennen werden. Wir schalten zwar weiter was frei, weil wir auch weiterhin Punkte bekommen, sofern wir das Rennen auch wirklich beenden. Aber das ist ein schlechter Trost für mich. Na, endlich mal wieder perfekt. Ich wollte schon sagen, das kommt ja gar nicht mehr. So, Windschatten wirkt schon. Diesmal will ich nicht zu spät Nitro geben, deswegen einfach mal volle Kanne rausgehauen. Denk doch. Nein. Nein. Och Mann, da wollte ich zu viel. Beide in den Totalschaden, aber wir sind Dritter. Nee, sogar Zweiter. Och Mann. Der konnte das also gemütlich nach Hause fahren. Gut, wir geben uns Versuch Nummer 8. Das war gut, aber das war richtig kacke. So, mal eine andere Taktik. Jetzt haben wir aber gar nichts mehr. Das ist gar nicht gut, weil wir auch gar nicht gut geschalten haben. Und da ist schon wieder das Ende. Versuch Nummer 9, solange ich eben noch drücken kann. Schade. Da wollte ich wieder zu viel, nachdem es gerade mal gut geklappt hat.
Der rote RX-7, der macht uns bisher ganz schöne Probleme. Aber ich glaube, jetzt haben die alle keine Chance, sofern wir es nicht vermasseln. Also nochmal springen und tschüss, ihr Loser. Jawohl, endlich. Bei Versuch Nummer 8. Er ist sogar einstellig geblieben. Das war jetzt aber auch wieder genug. Jetzt sind wir erstmalig wo Dritter. Kommt gleich mal eine kleine Zwischensequenz mit Eddie vielleicht oder mal wieder mit Samantha. Nee. 3-3-3. Drei Runden, drei Gegner und der dritte Platz in Reichweite. Treffpunkt ist der kleine, ist der Climb Rose Park für alle, die diese dreifache Herausforderung annehmen. Wir nehmen sie auf jeden Fall an. Aber vielleicht brauchen wir auch drei Versuche. Obwohl, mir würde schon der erste reichen. Na denn mal los, auf zum 3-3-3-Rennen im ersten Versuch. Kenne ich die Strecke schon? Die schlimme Kurve kenne ich auf jeden Fall. Aber kenne ich auch die restliche Strecke? Ist das die ganz tolle? Von vor zwei Rennen? Könnte hinkommen. Ich glaube, das ist die nämlich. Jetzt kommt nämlich gleich die tolle Kurvenkombination, wenn wir nicht abfliegen würden. Mit der tollen Tunneleinfahrt, genau. Und dann eben auch gleich mit dem Flugzeug und dann eben mit der Baustelle. Dann auch der kleine Park, der eben da angeschrieben wurde. Der kleine Climb Rose Park. Und dann ist die Runde auch schon zu Ende. Ja, die Strecke gefällt mir. Die können wir wirklich im ersten Versuch schaffen. Weg da, ich will nicht zu sehr über den Dreck fahren, ansonsten hebelt es uns wieder aus. Ja, die Strecke ist richtig schön. Nein. Oh. Also ich meinte nicht das Nein auf die Strecke bezogen, sondern auf den blöden Mist, der uns da drohte. Musik ist auch wieder cool. Story of the Year. Of the Year. Da hat sich einfach mal das Taxi gemeldet, aber wir wollten nicht mitfahren. Nee. Wir wollen hier sauber rumkommen. Oh, ich muss wechseln. Hat Zeit gekostet, aber immerhin bin ich nicht bei so einem Pfeiler hingeblieben. Wie sie alle hupen. Komm du auch. Nee, der nicht. Jetzt, wo ich es gerade mal anspreche, dann macht er das nicht. Spielverderber. Der da vorne vielleicht? Nö. Ach hier, wenn ich nicht ansage, dann wieder oder wie? Ja, und schon wieder. Also echt mal, die mobben uns noch. Darf ja nicht wahr sein. So, letzte Runde. Nicht zu viel rumalbern. Und einfach gewinnen. Mal kurz die Lage checken. Alles in Ordnung. Aber der eine folgt uns noch eisern. Ah, die Strecke ist richtig toll. Mag ich. Oh. Wollte ich mir jetzt nicht zu lange anschauen. Da brate ich lieber mein Nitro rein. Etwas haben wir noch über. Oh Gott. Nein. Jetzt bitte versperr hier die Straße. Nein. Ach nö. Na komm, ich lass nochmal weiterlaufen. Vielleicht passiert da vorne noch was. Jetzt die Karte wieder nach oben gerutscht. Ist ja interessant. Also wenn man mitten im Rennen mal auf Escape geht und dann wieder zurück, dann springt die Karte einfach nach oben. Aber da oben gefällt sie mir besser irgendwie. Zumindest kann ich da schneller hingucken. Oh, jetzt sehen wir hier nichts. Ne, es wird nichts. Also nochmal, aber das schaffen wir. An diesem schönen Rundkurs wird es nicht scheitern. Versuch Nummer 2. Hau ab. Wir führen wieder und dieses Führungsgefühl, das ist ja mal gar nicht übel. Habe ich ja angesprochen. In dem Rennen, als wir dann eben gar nicht geführt haben, war das dann wirklich irgendwie ganz schön deutlich. In dem Rennen, als wir nicht geführt haben, ist jetzt auch sowas von genau, ne?
als ob wir bisher noch nie nicht geführt hätten. Oh Gott. Autsch. Ach du Scheiße. Was war denn das jetzt für ein rotes Bildchen? War das hier? Der rote Fleck war das nicht, das war ein rotes Viereck. War das der Hinweis für falsche Richtung? Ich fahre auf jeden Fall weiter, weil es eben die erste Runde ist. Und wir kennen ja hier das gute Gummiband. Und wir kennen auch diese schöne Ecke. Eieiei, das kann auch was werden. Da droht uns der dritte Platz. Drohen ist auch gut. Da vorne fährt ein schöner Wagen, der Nissan, und da sind wir schon wieder Vierter. Hau ab, Mann. Hau ab. Oh. Da sind die beiden Führenden in der vorletzten Runde. Jawohl, da war es nur noch einer, der vor uns liegt. Okay, vielleicht doch zwei. Ach, der fährt da lang. Ups. Gut, dann sind wir wieder Dritter. Hau ab, Mann. Schleich dich. Weh, der rammt uns gleich irgendwie blöd. Da werde ich ihm aber ganz schön blöd kommen. Oh, wieso macht denn der Grüne auf einmal so langsam? Na, ist ja gut für uns. Hau ab. Oh, übelst reingedrängt und der fährt jetzt gerade in die falsche Richtung. Zumindest stand er in der falschen Richtung. So, dann werde ich jetzt mal Nitro zünden, um einfach vorne zu sein. Oh, oh, oh. Na, beinahe verschmissen. Ach, salzen wir vorne immerhin etwas. Aber jetzt darf ich mir keinen Fehler mehr erlauben. Na gut, so einen schon. Wir haben Vorsprung, deswegen bremsen. Nicht blöd hängen bleiben. Hier kommt auch kein Wagen, super. Und wir haben einen großen Vorsprung auf den zweiten. Das wird wieder. Außer, es passiert noch was. Was Deftiges. Ich provoziere es? Nee. Gut. Dann kann ich hier einfach mal durchrollen. Mal kurz Gas geben. Gas geben. Nitro. Und das Rennen gewinnen. Ja, super. Also ein Versuch 2, nicht von 3. Und damit würde ich sagen, schauen wir mal wieder in der nächsten Folge, was es dann noch so alles geben wird. Außer eben Platz 3 in der Rundkurs-Rangliste. Also seid mit dabei, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss.